Im Augenblick sind Exhumierungen weder in der Bundesrepublik noch in anderen Staaten auch nur ansatzweise beabsichtigt. Im Augenblick kann ich es ausschließen, was in der Zukunft sein wird, kann ich nicht sagen. Aktuellen Fälle von Ende Juli sind wohl 69 Personen, die mal Patienten in diesem Therapiezentrum gewesen sind, zwischenzeitlich verstorben. Nein, es wird sicherlich eher mehrere Wochen dauern, als jetzt kurzfristig sein. Das wird ganz maßgeblich auch von den gerichtsmedizinischen weiteren Untersuchungen abhängen. Und da ist uns signalisiert worden, dass das noch einige Wochen dauern wird. Erste Frage, wo ist der Herr Ross jetzt? Er hält sich nach unserem Kenntnisstand unter seiner Wohnanschrift auf, die uns bekannt ist. Hat er bis jetzt schon mitgewählt? Es gibt eine sehr pauschal gehaltene, bestreitende Einlassung. Und das bedeutet? Dass er im Augenblick aber in einer sehr pauschalen Form gesagt hat, er sei sich keines Fehlers bewusst.